Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hat für uns auch schon mitgesprochen auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Wir freuen uns auf deinen engagierten Beitrag, Ulrich. Danke! Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich freue mich außerordentlich, dass ich hier heute bei dieser so wichtigen Demonstration für den Block Soziales in Vielfalt und für den Paritätischen sprechen darf. Und erlaubt mir einen organisatorischen, technischen Hinweis vorweg. Wir haben bei uns 3 Inklusionsfahrzeuge vom VDK Deutschland, von der AIDS-Hilfe und von den Tafeln. Wenn jemand nicht gut zu Fuß ist, wenn er zwischendurch nicht mehr kann, wenn er Platz nehmen muss, aber trotzdem mitkommen will, dann kommt zu uns, nehmt Platz in unseren Bussen, denn wir wollen ein Zeichen setzen, bei uns bleibt niemand zurück. Wir nehmen alle mit, alle. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind, mit zahlreichen Sozialorganisationen. Es ist leider so, dass in diesem 34. Land der Welt immer mehr Menschen zurückgelassen werden. Es ist eine Schande für dieses reiche Land, wenn 800.000 Menschen ohne Wohnung sind. Und es ist eine Schande, wenn 2 Millionen Kinder in Armut leben. Und es ist eine Schande, wenn behinderte Menschen keine vernünftige Wohnung finden und nicht wissen, wie sie überhaupt einen Bürgersteig hochkommen sollen. Und es ist eine große Schande, wenn Pflegebedürftige heute nach wie vor häufig so versorgt werden, dass man nicht weiß, ist das eigentlich mit Menschenwürde vereinbar. Wir sind hier, weil wir Solidarität fordern heute. Wir fordern Solidarität der Reichen mit den Armen, der Starken mit den Schwachen. Und wir lassen uns nicht teilen. Jeder hat die Solidarität verdient, der Hilfe braucht. Egal welcher Religion er ist, woran er glaubt, egal welchen Geschlechtes er ist, egal welcher Sexualität er lebt. Und egal, ob er behindert ist oder nicht. Menschenwürde ist für alle gleich. Menschenwürde ist unteilbar. Und wir wollen heute allen Rassisten und allen rechten Demagogen die rote Karte zeigen. Sie glauben, sie könnten uns hier auseinander dividieren. Das wird nicht passieren. Wir gehören zusammen und wir bleiben zusammen. Denn worauf die Rassisten zielen, ist ja nicht nur die Ausgrenzung von Ausländern, von Behinderten, von Schwulen oder Lesben. Nein, worauf sie zielen, ist eine andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die gefangen ist in ihren Tabus. Eine Gesellschaft, die einfach nicht mehr atmen kann. Wir wollen Offenheit. Wir wollen eine offene, vielfältige Gesellschaft. Denn nur dann fühlen wir uns wohl. Nur dann sind wir frei. Deswegen sind wir heute hier. Und deswegen gehen wir auf die Straße. Nicht nur heute, sondern bis diese Gesellschaft existiert. Jawohl, danke. Danke, Ulrich, für deine starken Worte.